Hallo auf meinem Ingenieurskanal. Heute die Bundesregierung eine Risikoanalyse für den Stromausfall. Wenn Sie das interessiert, dass die Bundesregierung scheinbar der deutschen Sprache nicht mächtig ist und aus Analphabeten besteht, dann hören Sie mir einfach weiter zu. Sie sehen bundesregierung.de. Ich werde jetzt diesen Artikel ganz kurz durchjoggen. Gott sei Dank geht das jetzt mit einem neuen Rechner. Und so weiter. Die Versorgung mit Strom, Wärme und Kraftstoffen ist ein zentraler Baustein und wurde der Energieverbrauch ist in Deutschland in den vergangenen 30 Jahren etwa konstant geblieben. Das stimmt nicht. Wir haben gespart, deutlich sogar. Das steht da nicht drin. Das stimmt nicht. Können Sie auf Statista nachgucken. Zwar ist zwar nicht viel, so 10-15%, aber wir hatten natürlich auch eine Bevölkerung, mehr Bevölkerung. Gut. Energie wurde zwar und so weiter. Doch, was passiert, wenn der Strom ausfällt? Oben drüber steht Risikoanalyse. Dran denken, oben steht Risikoanalyse. Gut, wichtig, Risikoanalyse. So, was passiert, stellen wir die Frage. Was ist ein Blackout? Und dann kommt es so, kurze Stromausfälle, das ist ein Brownout, das ist ein kurzer Stromausfall, das ist kein Blackout. Blackout ist länger als, Und dann kommt Anlass für sogenannte, das sind insbesondere schlechte Wetterbedingungen. Nein, das ist dann, wenn das Stromnetz richtig falsch geregelt ist, gab es schon größere Blackouts. Hat dann irgendwann mal ein Schiff hat was touchiert, eine Hochspannungsleitung und so weiter oder so. Und dann knallt es und dann ist das Problem, das Netz wieder hochzukriegen, wenn das Netz großflächig ausfällt, weil ja die ganzen Kraftwerke plötzlich, und die muss man irgendwie gleichzeitig hochfährt, das hat man noch gar nicht richtig probiert, wie schnell das wieder hochgeht. Und dann kommt die Statistik im Jahr 2020, komisch 2021, die Statistik fehlt, dabei ist das relativ aktuell, 10 Minuten ohne Strom, das sagt überhaupt nichts, weil wir im Jahr 2020 noch immerhin 8 Gigawatt Atomkraftwerke noch zusätzlich dran hatten, aber das haben sie auch vergessen. Stresstests kam es zu keinen längeren Krisen. Also das hat mal Herr Professor von und zu Lesch gesagt. Ein Bauer geht 100 Tage hin und füttert das Huhn und am 101. Tag schneide ihm einfach den Hals ab. Also dass immer alles gut gegangen ist, oder das war schon immer so, ist überhaupt kein Argument, das ist völliger Schwachsinn. Ist einfach so, ja. Wenn es irgendwann mal passiert, kann es blöd sein. Und das ist gut. Der Stresstest und was tut die Bundesregierung, das ist egal. Und die Folge des russischen Angriffskrieges, also Gaspreis ist schon ein Vierteljahr vorher gestiegen, also Ende September vom Jahr vorher, Ende September 21, kann jeder den Gaspreis nachgucken. Und dann kommt das hier und seitdem wird kein russisches Erdgas mehr über Pipelines geliefert. Da lachen sie sich tot, aber russisches Flüssiggas oben aus Krasnojarsk oder wie es heißt, wird natürlich geliefert. Da hat der Habeck extra gerade ein Terminal hingebaut, was natürlich auch russisches Gas kommt. Da gibt es übrigens Methanhydrate und so weiter da oben. Also da wird tatsächlich russisches Flüssiggas geliefert. Da haben die Russen nämlich auch da oben, haben jetzt das Seeweg dicht gemacht, damit da die nicht torpediert werden von irgendwelchen Leuten. Für ein Grün ist Gas nur gasförmiges Gas und Flüssigkeit ist kein Gas, weil wir ja Sanktionen gegen Russland fahren. So viel zum Thema Grün, so viel zur Intelligenz der Grünen. Weiter geht's. Aber das ist jetzt nicht das Wichtigste bei dem ganzen Artikel, weswegen ich mich da so aufrege. Seitdem ist die Bundesregierung Ausstieg aus der Atomkraft ist vollzogen und lauter so ein Zeug. Emsland, Digga, im Netz, hierfür wurde insbesondere noch mehr Tempo und da kommt Anteil an Bruttostück 46,2%, diese 46,2%, die sagen im Prinzip genau nichts, weil das ein Durchschnitt ist und wir haben so im letzten Jahr nach dem Atomausstieg so viel Strom zugekauft, weil eben die erneuerbaren Energien das nicht geschafft haben, dass es die ganzen Kunden mit einem Wahnsinnspreis tragen müssen, was teilweise über Steuergelder, dass die arbeitende Bevölkerung wieder da. Und dann wird überproduziert und dann müssen wir auch Geld zahlen, weil damit die anderen das abnehmen. So viel zum Thema. Ja, das ist das. Und die 46%, die gelten, wir haben im Sommer eine Überproduktion an Strom, dafür müssen wir bezahlen ans Ausland, da aber nur tagsüber. Und im Winter haben wir eine Unterproduktion, da kaufen wir ein. Das ist nochmal so ein Ding, nochmal bezahlen. Aber es kommt noch schlimmer und dann kommt hier das. So. Und ja, und was tun, wenn es doch zu einem Blackout kommt? In der Regel
werden Stromausfälle innerhalb Stunden behoben. Was tun? Da steht nicht, die können nicht lesen. Also das ist das, die antworten nicht auf ihre eigenen Fragen, die Bundesregierung. Was tun? Hat Auswirkungen für Stromausfälle gemildert werden und so weiter? Und insbesondere Stromleitungen nach beschädigt, das ist alles gut. Was tun? Da steht genau nichts. So, das ist Punkt 1. Also die Bundesregierung stellt Fragen und jetzt kommt dann nochmal die andere Sache. Ich scroll nochmal hoch. Eine Risikoanalyse steht da. Okay, da sage ich, sehe sie als Analphabeten an. Das ist nämlich das hier. Das ist arbeitssicherheit.de, ganz offizielle Seite. Und da steht R gleich E mal S. Die Risikokennzahl, das ist das. Das Risiko ist das. Okay. Das ist nämlich Eintrittswahrscheinlichkeit. Darüber wurde gerade lange gefaselt mit Argumenten, die so nicht gültig sind. Weil ja da vergessen wurde, dass das mit den Atomkraftwerken, weil wir seit 2020 mal schnell 8 Gigawatt verloren, also ich glaube 8 Gigawatt verloren haben. Aber das Problem ist, da unten steht Schadensschwere. Wie teuer wird es für die Wirtschaft und wie viele Tote wird es geben, wenn das Stromnetz wegbricht? Das wäre eine Risikoanalyse. Und das schafft unsere Bundesregierung nicht. Das ist eine Gefahrenanalyse, was die machen. Das ist mein Beruf, wo wir Risikoanalysen schreiben, weil ich muss immer sehen, ich kann es an einem relativ einfachen Beispiel kann man das sehr gut erklären, und zwar Atomkraftwerke, wo wir gerade alles abgestellt haben. Der Witz ist jetzt, dass ein Atomkraftwerk hochgeht, mit einem GAU, ist die Wahrscheinlichkeit ist äußerst niedrig. Einmal in 10.000 Jahren oder 1.000 Jahren oder sowas. Das ist die Eintrittswahrscheinlichkeit ist äußerst niedrig. Das Blöde ist beim Atomkraftwerk, dass wenn was passiert, dann verseuche ich ganze Landstriche und verstrahle die und damit ist die Schadensschwere extrem hoch. Und deswegen ist das unfassbar schwierig, ein Atomkraftwerk, das Risiko eines Atomkraftwerks zu bestimmen, zumal das ja grenzüberschreitend ist. Ich verstrahle ja, also die Franzosen beispielsweise, wenn wir Westwind haben und das alles am Rhein steht, die haben überhaupt kein Risiko. Die verstrahlen nur Deutschland. Aber da ist das okay. Aber hier sagt die Bundesregierung, das ist eine Risikoanalyse, dabei machen die eine Gefahrenanalyse. Wir müssen also sehen, dass die Bundesregierung der deutschen Sprache nicht mächtig ist und uns auch gleichzeitig mit einigen Fakten die Unwahrheit erzählt. Und die wollen jetzt eine Energiewende und wollen mich in Sicherheit wiegen. Da werde ich nämlich besonders. Und das ist ein indirekter Beweis, dass das alles nicht funktionieren kann. Dass wenn die wahrheitsgemäß berichten würden, dann würde ich denen ja trauen. Aber wenn ich über die einfachsten Argumente, was die da machen, widerlegen kann, dass die... Ich sehe, die können nicht mal Deutsch. Die können nicht mal Deutsch. Die Bundesregierung, die hier, was da Tausende von Euro kostet, diese ganzen Seiten und diese ganzen Dinger, da waren ja irgendwelche Dinge, die können nicht mal Deutsch. Und die wollen mir erklären, wie man eine Energiewende durchzieht. Können Sie vergessen. Das wird richtig übel. Und das wird auch, ja, in diesem Sinne, euer Ingenieurskanal, Kurzvideo bereiten. Ich kann nur sagen, meine Meinung, gut, ich habe jetzt mehrfach fehlgelegen, das sage ich ganz ehrlich, ist so, Gott sei Dank, sage ich Ihnen auch, aber irgendwann knallt es halt. Und was dann passiert, kann ich auch nicht sagen, wie schnell die das Netz wieder hochkriegen und wer dann hochkommt, wenn keiner einen Wiederanlaufschutz dann also sowas da dran hat. Bei uns in der Firma, da sind die ganzen Klimaanlagen, sind so angeschaltet, wenn der Strom ausfällt, wieder anspringt, springen die Klimaanlagen und die Heizer nicht an, Heizlüfter nicht an, weil sonst der Notstromaggregat nämlich überlastet wird. Aber es hat ja keine solche Geschichten. Auf solche Sachen ist niemand vorbereitet. So Dinge gibt es aber, so Zwischenschalter. Die muss man erst wieder von Hand einschalten, damit nicht alles gleichzeitig wieder hochläuft. In diesem Sinne, euer Ingenieurskanal in der Arbeitssicherheit tätig bzw. CEs machend, habe ich auch schon mal ein Kapitel, Beitrag gemacht, und Risikobewertung machend. Was passiert, wenn dieses Ding da kommt und dann ist der Finger ab und das ist ein irreversibler Schaden. Da braucht man ein Performance-Level von D im Allgemeinen. So Geschichten mache ich. Das ist eine Risikoanalyse und was die gemacht haben, ist eine Gefahrenanalyse und die nicht immer richtig. Unfassbare Inkompetenz. Danke fürs Zuhören.